Sei's gedankt, die Thundermans werden uns retten. Die Röhre an Tisch 7 ist verstopft. Das ist Ihr Notfall? Das ist mein bester Tisch. Er ist am weitesten weg von den Toiletten. Okay, Mrs. Wong, wir schaffen das. Kein Problem ist zu banal für einen echten Helden. Ist deine Superkraft dummes Geplapper? Er ist schon an der Arbeit. Ich lockere nur dieses Ding, dann bekomme ich's raus. Okay, bleib du ruhig dabei, Hausmeister zu ärgern. Mach Platz, Anfänger. Jetzt ist es nicht besser. Ich muss es von hinten befreien. Gleich ist es soweit. Was hast du getan? Jetzt kommt da was raus. Hab ich gern gemacht. Tut mir leid, ich weiß, was ist passiert. Dieser Typ lief raus, ohne das Nachfüllen seines Getränks zu bezahlen. Das Nachfüllen? Ist doch gratis. Das Einzige, das du hier gratis bekommst, sind die Beleidigungen, Dummkopf. So tu doch jemand etwas. Ach, keine Sorge, wir helfen. Komm mit, Max. Phoebe, was machst du da? Ich folge dem Superheldenkodex. Hörst du irgendwo einen armen Bürger schreien, dann greifst du ein. Oh, ich dachte, es war, sei bitte kein Nerd. Willst du wirklich, dass unser Film die Ergreifung eines Nachfülldiebs zeigt? Was denkst du, wer du bist, ein Cola-Produkt im Wert von 27 Cent zu stibitzen? Los, haltet mich auf. Das werde ich doch zuerst. Super Überschläge. Was macht sie da? Sie macht diesen Film interessanter. Das war dein letzter Strohhalm-Nachfülldieb. Vielen Dank, Thunder-Zwillinge. Au, au, au. Danken Sie nicht uns. Danken Sie mir. Ja. Klingt echt langweilig, oder? Ja, es wäre als Musical besser mit mir in der Titelrolle. Hey, stopp, stell weg den Pott. Du hast bei ihr noch Schulden. Gratis nachfüllen gibt's hier nicht. Dein Spaß kann ich nicht dulden. Die Tat wär gemein. Verschwendet dann dein Morgen. Doch gehst du drauf ein. Du hast recht, diese Rettung wird meiner Stimme nicht gerecht. Frage. Als ihr meintet, dass ihr mir helfen würdet, meintet ihr da noch heute? Genau genommen, Mrs. Wong, haben wir es uns noch mal anders überlegt. Ja. Oh, wirklich? Tja, ich hab mir überlegt, ich nehme dein Getränk als Ersatz für das Geklaute. Sie hat nur deins. Okay, Sie sitzen zusammen. Was jetzt? Jetzt rufen wir den Liebesdoktor. Klingeling? Hm? Da muss ich herangehen. Ja, hier ist Phoebe, der Liebesdoktor. Das ist für alle schrecklich. Dann pass auf, sie sind perfekt füreinander. Wir brauchen nur die richtige Stimmung für die beiden. Hier, Schritt 1, Blumen. Jemand hat für euren Tisch das Plätti-Romantik-Paket bestellt. Ich wette, Max hat das gedeichselt. Ist so romantisch, oder nicht? Ich denke nur an Phoebe. Hast du vergessen, dass er gegen alles allergisch ist? Allerdings. Klingeling, hallo, hier ist Dr. Besser als Phoebe. Und ich bin bereit zu operieren. Tat das nicht weh? Und wie? Frische Muscheln? Frisch von wo? Du stellst zu viele Fragen. Oh, gut, der Liebeskuckuck ist zurück im Nest.
Die Polizei sagt, es sind erst 20 Minuten, also ist es zu früh, um Max vermisst zu melden. Okay, ich habe mich ins System gehackt und ihn eine herzförmige Pizza geschickt. Hast du die Pizza bestellt, die aussieht wie ein Hintern? Nein, echt, ich habe nichts davon bestellt. Ich will hier nicht mehr auf Phoebe warten. Ich warte vor ihrem Haus. Ich hole meinen Bluthund Watson. Er spürt Max auf. Er hat stets Erfolg. Max, sie verschwinden. Tu etwas. Dazu müssten sie die Tür sehen. Max, mach das Licht wieder an. Meine Mülleimermuscheln! Ich meine, Ozeanmuscheln. Phoebe, sieh nur. Du hast mich gefangen. Allerdings. Und du beschwerst dich nicht über meine schwitzigen Hände. Ich mag feuchte Hände. Und ich den Geruch deiner Pickelcreme. Hey, ich habe Kinotickets für mich und Max. Willst du mit mir dahin gehen? Logisch. Ich war so lange in Phoebes Spind, dass ich überall gern hingehe. Ich denke, die zwei haben ein Date. Ja, dank meines Plans. Feuchte Hände waren nicht dein Plan. Ist trotzdem gut gegangen. Was habe ich gesagt? Niemand lacht oder zeigt auf uns. Doch, der Typ schon, aber er hat einen gebrochenen Finger. Oh, da kommt sie. Guckt traurig. Oder verwirrt geht auch. Was ist mit euren Sweatern? Das glaubst du uns niemals. Ein Schurke hat sie uns gestohlen. Wir haben versucht, ihn oder sie aufzuhalten. Stimmt das? Haben wir das probiert? Das haben wir. Aber er war zu schnell weg. Weit, weit weg. So weit ist sie nicht gekommen. Da drüben ist sie. Hey, Fräulein, diese Sweater gehören meinen Enkeln. Reden Sie mit mir, Lady? Liegt's an mir oder sieht Wong fantastisch in dem Sweater aus? Zum letzten Mal. Ich habe diese Sweater nicht Ihren stinkenden Enkeln abgenommen. Sie stinken überhaupt nicht. Ja, ich habe mich letzte Woche geduscht. Nana, wir sollten einfach woanders essen. Meine Enkelin hat recht. Es hat keinen Sinn, unsere Zeit mit Ihnen zu verschwenden. Das heutige Angebot ist wohl Hühnchen à la Thunderman. Oh je. Was haben Sie gerade gesagt? Sie hat dich Hühnchen genannt, Nana. Ich mache Ihnen das verständlicher. Bock, 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 bock! Jetzt reicht's. Ich bringe Ihnen bei, wie man freundlich ist. Willkommen im Splatburger, ihr Süßen. Hat sie uns gerade ihr Süßen genannt? Gut, meine Engelbabys, Mrs. Wong hat euch etwas zu sagen. Ich erinnere mich nicht, eure Sweater gestohlen zu haben, aber bitte akzeptiert meine Entschuldigung, ihr Zuckermäulchen. Was sagt man da? Dankeschön. Und als Wiedergutmachung geht euer Essen aufs Haus. Noch besser, gratis Essen fürs ganze Restaurant. Gratis Essen? Das erzähle ich Dad. Mir gefällt, dass Wong jetzt nett ist. Aber sie geht doch bankrott, wenn sie so viel Essen verschenkt. Ja, aber es ist schlimmer, dass sie auch ihre Registrierkasse verschenkt. Ich hatte keine Plastiktüte, also habe ich euer Essen hier reingetan. Aber denkt dran, nicht das Geld verputzen. Wenn Mrs. Wong so weitermacht, hat sie heute Abend kein Restaurant mehr. Herzlichen Glückwunsch, Jamie. Dir gehört jetzt Splatburger. Das ist übel. Wir müssen tun, was wir gleich hätten tun sollen. Entschuldigt, ich musste gegenüber aufs Klo. Mrs. Wong hat all ihre Toiletten verschenkt. Nana, wir müssen dir etwas gestehen. Mrs. Wong hat unsere Sweater nicht gestohlen. Wir haben sie entsorgt, weil sie uns peinlich waren. Oh. Ja, genau. Und Kotze bedeutet nicht cool. Es bedeutet Kotze. Was höre ich denn auch auf Myrtle? Ihre Superkraft ist, Menschen weiß zu machen, dass sie schöne Sweater nähen. Tut uns leid, wenn wir deine Gefühle verletzt haben. Verzeihst du uns? Oh, aber natürlich. Ich kann meinen Enkelbabys nicht böse sein, egal wonach sie riechen. Sie redet von dir. Ich wünschte, ich könnte Mrs. Wong nett sein lassen. Ich könnte sie ja erst in 5 Minuten wieder gemein machen. Du frierst doch. Möchtest du mein T-Shirt anziehen? Los, mach schon, Nana!
Hi, Mrs. Wong. Wir möchten 50 gratis Cheeseburger. Wie werden 50 gratis Tritte in den Hintern? Raus hier! Raus, raus, raus! Hallo, Himmelwelt! Liebt ihr es zu lachen? Wer denn nicht? Ich nicht. Aber wenn ihr es liebt, dann kommt doch heute zu Splatterday Nightlife. Warum sollten wir das tun? Wir haben Comedy direkt in unserem Wohnzimmer, hm? Jeder, der mitmacht, kriegt alle Burger an seinem Tisch kostenlos. Kinder, ihr macht mit. Bar, bring mir mein Burgerlätzchen. Warum kommen wir immer noch hierher? Live aus Hiddenville heißt es Splatterday Night. Das ist das Who is Who, der wen interessiert. Ich bin Ihre Gastgeberin, Mrs. Wong. Bevor wir dann starten, ist hier irgendwer von außerhalb der Stadt. Du bist nicht besser als wir. Nimm deine Hand runter. Warum lachst du da, Nackenwindel? Es sieht echt aus wie eine Windel. Okay, unser erster Bühnenstar heute Abend ist so eine Art Comedy-Geist. Ich bin Pantomime. Pantomimen reden nicht, Dummkopf. Unser Auftritt wird viel besser. Und als nächstes, diese Thunderblagen, Billy und Nora. Lasst mich raten, euer Vater hat euch gezwungen zu kommen, um gratis zu futtern. Ihr solltet darauf nicht antworten. Es ist Showtime, Billy. Wie ist die Stimmung heute Abend, Hiddenville? Hey, Billy, was tust du mit einer Zitrone ohne Manieren? Die Zeit ist um, ihr wart wundervolle Zuschauer. Bis dann. Oh, tja, ich schätze, ich überbrücke ein wenig die Zeit. Also, eine Rattenfamilie läuft hier in den Splatburger. Das ist kein Scherz, das ist gerade passiert. Voll hier. Wird schwer mit einem Tisch. Oh, die gehen gerade. Ladies, bleibt doch noch ein Weilchen. Das Dessert wird doch erst serviert. Ich bin das Dessert. Zieh Leine, Loser. Es ist witzig, wenn du versagst. Meine zwei liebsten Menschen. Oh, was wollen Sie, Wong? Heute ist der hiesige Restaurantblogger hier. Wir sind unterbesetzt und wenn er was auszusetzen hat, schreibt er eine schlechte Kritik. Das ruiniert mich. Entschuldigung, wir würden gern helfen, aber haben heute zwangsfrei. Wodurch? Medizinisch. Wir sind sehr krank. Am besten Sie kommen uns nicht zu nahe. Nie wieder. Nach allem, was ich nicht für euch getan habe. Wissen Sie, was ich hier gut finde? Gar nichts! Oh! Sie sorgt für das Splat in Splatburger. Oh, nein, nein, kommen Sie zu... Seid ihr müde? Ihr hüpft nämlich wie wild durch meine Gedanken. Zieh Leine, Loser. Ich sag's ja, mein Traum. Oh, seht nur, meine zwei liebsten Menschen. Wir helfen Ihnen nicht, damit Sie eine gute Kritik von diesem Blogger kriegen. Woher wusstet ihr? Wir wissen's einfach. Wissen Sie, was ich hier gut finde? Gar nichts! Wir kosten Ihre Katastrophe aus und wenn ich aufwache, wird's morgen sein. Kommen Sie zurück! Was geht ab, Splatburger? Wer ist bereit für eine Tanzparty? Ich bestimmt nicht. Kommt, Leute, hoch mit euch! Na los! Ja, schwingt das Tanzbein. Liebe Leute, sagt hey! Hey! Liebe Leute, sagt ho! Ho! Liebe Leute, sagt raus, bevor ich euch mit dem Besen verhaue! Raus, bevor ich euch... Oh, das meint sie aus! Oh! Tisch für zwei hier lang, bitte. Die Tagesempfehlung ist das Röhrentatar. Vielen Dank und einen splatterkulären Tag. Geben Sie her, Mrs. Wong, ich mach das schon. Oh. Wollen Sie eine gute Kritik? Dann geben Sie den dem Blogger und nur einmal in Ihrem Leben seien Sie nett. Hi, ich bin nett. Brava, Lady Wong. Ihr Restaurant ist sehr beeindruckend. Erwarten Sie eine strahlende Kritik und meine Telefonnummer. Tja. Wir haben wirklich jedem geholfen. Ja, es war ein guter Arbeitstag. Ein Tag, der bald zu Ende ist. Ladies, seid ihr aus Tennessee? Denn das ist großes Tennis, was ich hier sehe. Ach, ich dachte, beim 95. Mal wird es klappen. Hey!
jetzt nicht, Wong! Gib mir jetzt die Uhr! Oh, du willst kämpfen, Max? Das kannst du haben! Gib auf, Max! Es ist vorbei! Ich geb nie auf! Zeit zum Abhauen! Mami tritt Mrs. Wong in den Po, Baby. Chloe, sag das, wenn Mrs. Wong in der Nähe ist und das hört. Oh nein, ich kriege alte Männernasenhaare. Ja, als wäre eine Rennmaus da drin eingeschlafen. Das reicht jetzt. Ich muss nach Metroburg rennen und ein Heilmittel suchen. Okay, aber geh erst, wenn Moms Stand steht, damit sie keinen Verdacht schöpft. Cool, du hast auch so eine Nasenrennmaus. Okay, geh gleich. Ah, ich hab schon immer gedacht, dass ihr nur Dreck im Kopf habt. Schätze, ich hatte recht. Zu Ihrer Information, meine Kinder tragen diese Töpfe, um mich zu unterstützen. Genau so ist es. Woohoo! Los, Mom! Oh, meine Hüfte. Ihr Fanclub ist ja schon fast so bedauernswert wie Ihre Blumen. Bedauernswert? Sehen Sie sich das an. Barb tritt Ihnen gründlich in den Po, Baby. Hey, das ist mein Satz. Ich weiß nicht, was für eine Hexerei Sie angewandt haben bei diesen Blumen, aber Sie werden mich niemals besiegen, Barbara. Hört nur ja nicht auf diese gemeine alte Wong, meine kleinen Bubus. Oh nein, sie wachsen zu schnell, der Topf zerbricht. Hört auf zu wachsen, ihr dummen Rosen. Was gucken Sie denn so, Sie dumme Menschen? Wo sind Billy und Noah hin? Die verstecken sich sicher, damit wir nicht ihre schwitzigen Haare sehen. Barbara, ich gehe jetzt und erzähle den Richtern, dass sie betrügen, weil ihre Blumen so winzig sind. Das bedeutet, dass ich definitiv heute gewinne. Ich hab gewonnen. Vergesst Ping-Pong, Gärtnern ist mein Ding. Ted Bradfords Leben ist nicht traurig. Ich war niemals hier. Denn das Gezeter, Sie haben nicht gewonnen. Anscheinend wollte ich nur sehen, wie Sie verlieren. Und das geschah. Und denkt dran, kein Heulen, keine Zaubersprüche, kein komisches Insektengedöns und keine, was auch immer Mumien tun. Lass das sein, ja? Fröhliches Halloween, ihr Loser. Warum tragen Sie kein Kostüm, Mrs. Wong? Ich habe eins. Ich bin als eine überarbeitete Restaurantbesitzerin verkleidet, die weiß, da stimmt was nicht mit eurer Familie. Ich bin keine echte Hexe. Was sie damit sagen will, ist, dass wir alle Kostüme tragen. Du siehst wie ein echtes Insekt aus. Wenn ich das wäre, könnte ich dann dem Wunsch widerstehen, in dieses Licht da zu fliegen? Dieses warme, betörende... Lasst mich ins Licht! Jede Familie hat einen durchgeknallten. Ihre Familie hat sehr viele davon. Ich beobachte euch. Vielleicht war das doch keine so gute Idee. Hey, keine Sorge, wir verhalten uns ganz natürlich und alles wird gut. Böser Mix, böse, geh runter da! Los! Wong hat das gesehen. Ein weiterer Fauxpas und wir gehen alle nach Hause. Und du gehst in deinen Zwinger. Au! Entschuldige dich, Brokkoli-Gesicht. Was fällt dir ein? Idiotus Brokkolitis. Ich hatte recht. Hat jemand Brokkoli bestellt? Ihr Verrückten seid echte Monster. Schnappt sie euch! Woher habt ihr denn sowas? Vom dänischen Mistgabellager.